Seit Monaten sind es die gleichen Bilder, die wir in den Nachrichten sehen. Bürgerkrieg in Syrien, Granateinschläge in Libyen oder auch die Kämpfe im Osten der Ukraine. Man hat so den Eindruck, auf der halben Welt ist gerade Krieg. Und wir können uns von allen Konflikten ein Bild machen. Aber können wir das wirklich? Ist das, was wir da sehen, die Wahrheit? Entspricht das der Realität? Eine unabhängige Berichterstattung ist im Krieg extrem schwierig. Die kriegsführenden Parteien werfen sich immer wieder gegenseitig irgendwelche Dinge vor und man weiß nicht, was stimmt jetzt und was stimmt nicht. Es ist so ein Spiel aus Information und Desinformation. Das ist aber gar nichts Neues. Propaganda im Krieg hat es immer schon gegeben, auch schon in der Antike. Aber wie funktioniert Propaganda? Darum geht es jetzt in diesem Video hier und wir schauen uns dafür einige besonders drastische Beispiele aus der Geschichte an. Alexander der Große, einer der mächtigsten und wichtigsten Feldherren der griechischen Antike. Egal welche Schlacht, er gewinnt sie. Niemand ist vor ihm und vor seinen Truppen sicher. Wo er hinkommt, da zittern die Gegner. So kennen wir die Geschichte von ihm und das ist kein Zufall. Im Gegenteil, Alexander der Große weiß, eine gewonnene Schlacht ist nur dann wirklich gut, wenn auch andere davon erfahren. Und deshalb hat er immer seine eigenen Geschichtsschreiber bei Feldzügen dabei. Sie sorgen als so eine Art Propagandakompanie dafür, dass die Welt von seinen heroischen Taten erfährt und dass natürlich später auch in den Geschichtsbüchern entsprechendes steht. Dort wird es dann heißen: Nach der Eroberung Indiens zog Alexander mit Beute beladen vorwärts, um seinem Heere Erholung zu gönnen. Als Alexander vom Paradiese vernahm, sprach er seufzend: Ich habe nichts in der Welt erreicht, wenn ich nicht dieser Wonnen teilhaftig werde. Was für ein Kriegsheld! Eben noch Indien eingenommen, jetzt hat er schon einen Sinn für das Schöne. Ob es wirklich so gewesen ist, weiß heute kein Mensch. Auch Cäsar und Karl der Große wissen, wenn man eine Großtat vollbringt, dann muss man auch darüber sprechen und man muss sich loben lassen dafür. Und so sorgen sie dafür, dass die Einträge in den Geschichtsbüchern entsprechend sind. Eine neue Dimension bekommt die Kriegspropaganda dann durch eine revolutionäre Erfindung, durch den Buchdruck. Jetzt ist es möglich, auch die Menschen in den hintersten Ecken zu erreichen und seine Nachrichten zu verbreiten. Zuerst nicht unbedingt durch Geschriebenes, sondern durch Gezeichnetes, denn die meisten Menschen können in dieser Zeit einfach noch nicht lesen. Im Dreißigjährigen Krieg werden zum ersten Mal in großer Zahl gezielt Drucke verbreitet, die für die ein oder andere Seite werben. Vor allem Karikaturen sollen die Menschen beeinflussen. Das Gleiche passiert auch im amerikanischen Unabhängigkeitskrieg und während der Französischen Revolution. Man will die Massen beeinflussen und nutzt dafür die jeweils neuesten Techniken. Der nächste Schritt ist die Entwicklung der Zeitung vom Massenmedium zum Massenbeeinflussungsmedium. Mit dem 20. Jahrhundert entwickelt sich die moderne Propaganda, eine Propaganda, die vor allem für die Politik immer interessanter wird. Als Vater dieser modernen Propaganda gilt Gustave Le Bon. 1895 erscheint sein Standardwerk Die Psychologie der Massen. Darin heißt es unter anderem: Die Masse ist der Spielball aller äußeren Reize. Sie ist also die Sklavin der empfangenen Anregungen. Auf Deutsch, Massen sind mit der richtigen Technik ganz einfach zu manipulieren. Aber wie funktioniert diese Manipulation durch Propaganda? Propaganda setzt auf Emotionen. Das Denken, Fühlen und Handeln von Menschen soll unterschwellig beeinflusst werden. Es geht zum einen ganz ohne klassische Medien, zum Beispiel durch Reden, Predigten oder Lieder. Viel effektiver ist es aber mit Medien. Film, Fernsehen, Presse, Radio und heutzutage auch Internet. Den Menschen wird Angst gemacht, zum Beispiel vor einem Atomangriff oder vor Terroristen. Sie werden durch Pressezensur einseitig informiert, sie werden angelogen und sie werden massenhaft beeinflusst, zum Beispiel über das Internet. Das funktioniert, indem eine bestimmte Meinung überall so stark vertreten wird, dass man sich falsch fühlt, wenn man der Meinung nicht folgt. Hinter der Propaganda stecken bis ins 20. Jahrhundert oft Herrscher oder Institutionen wie Kirche oder Staat. Heute sind es oft bestimmte Interessengruppen, die auch mit PR-Agenturen zusammenarbeiten. Besonders effektiv angewendet werden diese Methoden im Ersten Weltkrieg. Zum ersten Mal werden Fotografen und Kameramänner mit in den Krieg geschickt, um das Geschehen auf den Schlachtfeldern festzuhalten. Aber diese Kriegsberichterstatter haben einen ganz klaren Auftrag. Sie sollen die Dinge so zeigen, dass die jeweils eigene Armee, die eigenen Soldaten, immer gut rüberkommen und der Gegner natürlich der Böse ist. Freie Berichterstattung gibt's nicht. Meistens ist es das Militär, das bestimmt, was gezeigt wird und was nicht. Auf Plakaten und Postkarten verspottet Deutschland seine Gegner und stellt sie als schwach und lächerlich dar.
Die Alliierten fahren eine andere Taktik. Sie zeigen die Deutschen als brutale Unmenschen, als Barbaren, die man unbedingt besiegen muss. Eine Taktik, die in dieser Zeit auch einen noch Unbekannten überzeugt. Adolf Hitler. Hitler schreibt zur Propaganda im Ersten Weltkrieg in Mein Kampf: Es war grundfalsch, den Gegner lächerlich zu machen. Demgegenüber war die Kriegspropaganda der Engländer und Amerikaner psychologisch richtig. Indem sie dem eigenen Volke, den Deutschen, als Barbaren und Hunnen vorstellte, bereitete sie den einzelnen Soldaten schon auf die Schrecken des Krieges vor. Als Hitler 1933 an die Macht kommt, zieht er daraus Konsequenzen. Er schafft ein eigenes Ministerium für Volksaufklärung und Propaganda, das dafür sorgen soll, dass die Bevölkerung systematisch auf den Krieg vorbereitet wird. Die Presse wird zum Beispiel gleich geschaltet und selbst der Schulunterricht wird umgekrempelt. Es wird das Fach Rassenkunde eingeführt. In diesem Fach wird den Schülern quasi der Hass auf andere Völker eingeimpft. Verantwortlich für diese Propaganda ist der glühende Nationalsozialist Josef Goebbels. Im Sinne der Nationalsozialisten verläuft diese Kriegsvorbereitung optimal. Und auch als der Krieg 1939 beginnt, läuft alles zunächst reibungslos. Streng geheim wurde zuvor eine sogenannte Propagandakompanie ausgebildet. Journalisten, Kameramänner, Radioleute und Künstler sind im Einsatz. 1943 besteht diese Kompanie aus 15.000 Männern. Egal wo gerade gekämpft wird, Soldaten der Propagandakompanie sind dabei. Sie berichten im gleichgeschalteten Rundfunk, den die Deutschen über ihre Volksempfänger hören, und in den Nachrichtenfilmen der Wochenschau. Paradebeispiel für Kriegspropaganda durch die Nazis ist der Kampf um die russische Stadt Stalingrad. Zum ersten Mal fährt die Wehrmacht eine bittere Niederlage ein. In der Propaganda klingt es aber trotzdem irgendwie nach Sieg. Stalingrad, es wird dies einmal der größte Heroenkampf gewesen sein, der sich jemals in unserer Geschichte abgespielt hat. Das, was die Menschen vom Krieg mitbekommen, ist also ein sehr einseitiges Bild. Es sei denn, sie hören einen Feindsender. Denn auch die Alliierten machen Propaganda. Der amerikanische Geheimdienst verpflichtet zum Beispiel den Comiczeichner Walt Disney dazu, seinen Donald Duck Propaganda gegen die Nazis machen zu lassen. Unabhängige und freie Berichterstattung gibt es im Zweiten Weltkrieg also kaum. Das ändert sich dann aber. Und zwar im Vietnamkrieg. Der Krieg in Vietnam. Er ist der erste und wenn man so will auch der einzige Krieg, über den Reporter völlig frei und unabhängig berichten dürfen. Ab 1964 kämpft der Süden mit Unterstützung der Amerikaner gegen den Norden des Vietnams. Die Regierung erhofft sich durch möglichst authentische Berichte eine große Zustimmung innerhalb der amerikanischen Bevölkerung. Deshalb unterstützt sie auch Journalisten, zum Beispiel bei der militärischen Ausbildung, und wenn die Journalisten zu bestimmten Kriegsschauplätzen wollen, dann werden sie von der Armee dort teilweise auch hingebracht. Es ist ein brutaler und blutiger Kampf, der von Anfang an für die US Army kaum zu gewinnen ist. Tausende Soldaten werden auf beiden Seiten verwundet oder umgebracht. Noch viel mehr Zivilisten kommen auf brutale Weise um. Und zum ersten Mal erfährt die ganze Welt von solchen Dingen. Durch moderne Satellitensysteme können Reporter live aus Vietnam berichten. Es wird nichts zensiert, die Bilder sind authentisch. Um die Welt geht vor allem dieses Foto. Es zeigt eine Gruppe von Kindern, die kurz zuvor bei einem Angriff mit Napalm verletzt wurde. Der Rücken des schreienden, nackten Mädchens hier ist verbrannt. Dieses Bild wird zum Symbol für die Grausamkeit des Krieges. Viele Jahrzehnte später findet der Historiker Gerhard Paul zwar raus, dass es sich bei diesem Angriff um einen versehentlichen Angriff des Südens auf eigene Stellungen gehandelt hat, aber da ist das Bild schon längst zur Ikone geworden. Zur Ikone für einen unmenschlichen Krieg. Bilder wie dieses rütteln die amerikanische Bevölkerung wach. Sie gehen zum allerersten Mal überhaupt in der amerikanischen Geschichte massenhaft gegen einen Krieg auf die Straßen und protestieren. Als sich die Amerikaner 1973 auch wegen dieser Proteste aus dem Vietnam zurückziehen, heißt es hinter vorgehaltener Hand: Wir haben diesen Krieg nicht in Vietnam verloren, sondern an der Heimatfront. So etwas soll nie wieder passieren. Bei einem nächsten Krieg, einige Jahrzehnte später, fahren die Amerikaner deshalb eine völlig andere Strategie. Mit freier Berichterstattung ist es jetzt vorbei.
Als die USA im sogenannten Zweiten Golfkrieg ab 1990 gegen den Irak kämpfen, dürfen nur noch ausgewählte Journalisten von ausgewählten Orten berichten. Viele Berichte müssen vorher vom Militär geprüft werden und frei bewegen dürfen sich die Journalisten auch nicht. Damit stellt die Armee sicher, dass nur das im Fernsehen, Radio und in den Zeitungen landet, was auch dort landen soll. Gleichzeitig ist der Zweite Golfkrieg auch ein gutes Beispiel dafür, wie man durch geschickte Manipulation und sogar Lügen die öffentliche Meinung steuern kann. 10. Oktober 1990. Ein 15-jähriges Mädchen berichtet unter Tränen vor einem Menschenrechtsgremium darüber, wie sie als Hilfskrankenschwester gesehen hat, dass irakische Soldaten Neugeborene aus Brutkästen genommen und zum Sterben auf den Boden gelegt haben. Die Welt ist entsetzt. Nach Ende des Krieges stellt sich allerdings raus, das Mädchen ist die Tochter des kuwaitischen Botschafters und wurde von einer amerikanischen PR-Agentur dafür bezahlt, vor diesem Gremium zu lügen. Eine Lüge ist es auch, die im dritten Golfkrieg eine zentrale Rolle spielt. Sie ist sogar der Auslöser für den Krieg gegen den Irak. Der damalige US-Außenminister Colin Powell behauptet vor dem UN-Sicherheitsrat, es gebe Beweise für Massenvernichtungswaffen im Irak. Das stellt sich später als falsch raus. Dass generell so wenig Kritisches über den darauf folgenden Irakkrieg berichtet wird, liegt auch daran, dass die Journalisten als sogenannte Embedded Journalists direkt mit der Truppe unterwegs sind. Das sorgt dafür, dass sie ziemlich schnell eine sehr enge Bindung zur Truppe aufbauen. Das ist natürlich so gewollt von der Armee und von der Regierung. Eine Taktik, die inzwischen auch von anderen Ländern angewendet wird. Zum Beispiel von der deutschen Bundeswehr während des Afghanistan-Einsatzes. Propaganda im Krieg. Nicht nur Politiker oder Journalisten sind heute Teil dieses großen Spiels, auch das Internet spielt natürlich eine zentrale Rolle. Jeder kann Bilder hochladen, jeder kann Videos hochladen und es ist für uns ganz schwierig zu überprüfen, wie authentisch ist denn eine Quelle? Stimmt das, was mir da gerade vorgesetzt wird? Selbst professionelle Beobachter gehen oft Propaganda im Netz auf den Leim. Es hilft einfach nur, immer alles zu hinterfragen und zu gucken, ob diese Informationen denn richtig sind. Immerhin können wir uns mit einer Sache trösten, auch den alten Griechen ging es schon nicht besser. Wenn euch das Thema Propaganda grundsätzlich interessiert, dann empfehle ich euch sehr dieses Video hier. Darin geht es um die Geschichte der Medien in der DDR und auch da spielt Propaganda eine Rolle. Und direkt drunter geht es nochmal um die DDR, Sex in der DDR. Auch sehr interessant, schaut es euch an.